Willkommen zurück, meine lieben Leutchen. Wir spielen Frozen Wally 3, Todd's World. So. Und... Oha, Schneeflocken. Das sieht aber schön aus. Passiert was, wenn ich die berühre? Ich weiß es gar nicht. Nicht, dass die mir wehtun. Ach du Scheiße. Ich darf mich gar nicht mehr... Oha, ihr habt es gesehen. Man darf sich eine sehr lange Zeit nicht bewegen, sobald man eins von diesen Dingern berührt. Okay, also immer schön vorsichtig sein. Ich berühre im Endeffekt doch immer alle. Und ich habe ein neues Gamepad, ja. Oh oh, okay, alles gut. Ich habe mir ein neues Gamepad gekauft. Das ist im Prinzip das gleiche, wie ich vorher hatte. Oh oh. Also nicht, wie ich jetzt vorher hatte, sondern wie ich vorher hatte. Das Ding, was kaputt gegangen ist halt. Das ist eigentlich fast das gleiche. Irgendwie ist nur das mein älteres Gamepad hat irgendwie Gummi dran. Das hört keins mehr. Das ist jetzt irgendwie nur auf Plastik. Irgendwie kommt es mir ein bisschen... vom Material her ein bisschen billiger vor, obwohl es das gleiche Ding ist, immer noch ein Logitech-Ding. Aber scheiß drauf, die Funktionen sind immer noch wie es vorher war. Also ist alles gut. Ich habe auch so einen coolen Vorspul-Button wieder. Den werde ich vielleicht in diesem Level brauchen, weil ich alle paar Sekunden auch eingefreezed werde und mich nicht mehr bewegen darf. Okay, die Idee von dem Ding ist natürlich cool. Es ist sehr cool programmiert, aber es ist zum Kotzen nervig, dass man ständig stehen bleibt, weil man kann nicht allen Schneeflocken ausweichen. Boom, den nehme ich einfach als Anschwung. Warte mal. Achso, hier ist echt nur Geld. Das sah so aus wie so ein Geheimversteck, aber gut. Soll es ja eigentlich keins geben. Oh, 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 gut. Ich bin voll am Leben. Ach. Okay, spätestens wenn so... ja, wann habe ich denn hier eine Gelegenheit mal... Wann soll ich denn da rüber gehen? Jetzt vielleicht? Nein. Jetzt? Nein? Zählt mein Sprung noch? Oh, okay, gut. Checkpoint. Uah, ist das Level unangenehm. Einfach nur, weil ich diesen Dingern überhaupt nicht ausweichen kann. Hier ist gar nichts. Oh, shit. Okay, gut. Ja, auf jeden Fall ein neues Gamepad. 28 Euro hat mich der Spaß gekostet, ja. Nur weil das alte jetzt seinen Geist aufgegeben hat. Oh, Mann. Das ist so schlecht. Das ist viel Geld. Überleg mal, mit 28 Euro kann man viel anstellen. Und ich habe jetzt ein neues Gamepad. Also in ein neues Gamepad investiert, so gesehen. Gut. Ach, da war das Ziel. Wieso ist das Ziel in einer Röhre drin? Wieso könnte man nicht... Wie soll ich sagen? Wieso ist das Ziel nicht hier zum Beispiel? Aber gut, warum nicht? Gehen wir halt in eine Röhre und holen uns dann das Ziel. So, Frozen Wally 4. Immer mit hübscher Rassel-Weihnachtsmusik. Wow, das wird nicht leicht, weil... Hoppala. Ich meine, solche Steine und die sind noch rutschig. Da müssen wir gut aufpassen. So, was ist das denn für ein Boden? Soll das ein Eisklotz darstellen? Die sind alle stabil, ja? Oh, seht ihr, wie schnell man hier sterben kann? Einfach nur, weil man hier am Abrutschen ist. Okay. Jetzt mit Timing. Gut, ich habe bestanden. Würde ich mal sagen. Boom. Jetzt. Gut, ich habe das Ding getötet. Dann habe ich jetzt eine Gelegenheit, darauf zu springen, auf jeden Fall. Ohne dass mir irgendein Pflanzenviech im Weg stehen wird. Vollblume ist hier mein Freund. Da kann ich nicht rein. Da auch nicht. Wow, okay. Will ich da runter, um mir diesen mysteriösen Block zu holen? Da ist eh ein Leben dran, das weiß ich jetzt schon. Weil man sich das einfach denken kann. Aber ich habe keine Lust. Sieht gefährlich aus. Und es sieht aus, als würde es sehr viel Zeit kosten, daran zu kommen. Also muss ja nicht sein. Wenn wir es hier sehen, wie man da hinkommt. So, das war nett. Das Level kam ja schnell vor. Na gut, geht, ne? Castle 6. Aber einen Augenblick mal irgendwie. Zeigt mir mein Aufnahmeprogramm jetzt gar nicht mehr an, wie lange ich aufnehme. Warum auch immer. Und ich kann... das Problem am Emulator, ZSNES, ist, sobald du dieses Ding aufhast oder sowas, hast du keine Maus mehr. Also ich habe jetzt keine Maus. Ich weiß nicht, wie lange dieser Part hier wird. Ich versuche dir immer 15 Minuten zu halten, aber diesmal kann ich überhaupt nicht drauf gucken, wie lange das Ding wird. Könnte sein, dass ich mich voll verschätze und das Ding viel früher beende diesmal. Oder später, man weiß noch nicht. Wow, also ein nach oben scrollendes Level. Hatten wir es bis jetzt? Ich glaube noch nicht. Ah, wie fies. Okay, man sollte, glaube ich, auch nicht sich hier an der Spitze mal aufhalten, weil dann passieren solche Sachen sehr schnell. Ich sollte lieber eigentlich warten, aber...
Ist nicht so mein Ding. Aber hier muss ich jetzt eh rein. Hier geht's jetzt weiter wahrscheinlich. Ah nee, jetzt darf ich selber entscheiden, wie sehr es scrollt. Also sprich, naja, nichts bindet mich mehr. Wenn ich hochgehe, geht das Spiel mit hoch, ganz einfach. So gefällt es mir am besten immer noch. Ah. Das erinnert mich sehr an New Super Mario Bros., der erste Teil. Das erste Schloss, das hatte auch so ein ähnliches Schema. Man musste auch nach oben klettern und diese, genau solche Steine waren hier. Also auch von grafisch gesehen her war alles genau wie hier. Ist jetzt natürlich trotzdem keine exakte Nachkopie vom Level, weil es ist immer auch anders aufgebaut. Gut, wie komme ich denn jetzt mit dem Ding? Und so, perfekt. Wobei es hat schon... Ich glaube, hier ist es schon nachgebaut teilweise. Okay, ich kann nicht hier hin. Weil bei New Super Mario Bros. Gab es erstmal die Stachelding nicht und man konnte hier durch. Okay, also ist es doch nicht ganz nachgebaut. Es ist sehr ähnlich, aber... Wie ein... Oder das erste Schloss aus New Super Mario Bros. Jetzt muss ich mal schnell handeln, weil... Ach, nicht schnell genug. Wobei... Ne. Jetzt aber. Entweder wir gehen weiter hoch oder wir gehen unten in die Röhre rein. Ich will die Röhre. Ah, wie gemein. Na gut. Das war... Ja, man kann da einfach gar nicht rein. Schön. Na gut, dann Pech gehabt. Kann man da rein? Da schon. Dann komme ich hier raus. Das ist ja beschissen. Warum sollte ich sowas wollen? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, oh. Na toll. Verkackt. Also auf ein neues. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt aber. Und ich spekuliere mal Boss hier. Okay, wir gehen durch. Und wir gehen durch. Warum auch immer es zwei Türen gibt. Oh, guckt euch das mal an. Oh. Das, der Typ ist auch aus Cave Story. Ich muss sagen, ich habe das Spiel sehr wenig gespielt, deswegen kann ich nicht viel Auskunft dazu geben. Aber irgend so ein Cave Story-Mann auf jeden Fall, der mit Steinen auf mich wirft. Oh, da hat er mich erwischt. Okay, der Typ ist hart. Mann, ich kann seinen Stein gar nicht mehr ausweichen, glaube ich. Ach, und den Blumen darf... Ja, Blumen auch. Ich kann mal drauf springen. Ja, okay, wir machen den Kampf von vorne. Anders geht das nicht. Ihr seht, ich bin in einer Zwickmühle gelandet. Ach, scheiße. Ich glaube, jetzt hat er mich wieder jeden Moment. Oh, das war gut. Das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Guck mal, wie weit ich rewinden darf. Ich glaube, das halbe Level ungefähr. Oder der halbe Bossfight eigentlich. Mann, das ist viel zu schwer. Oder liegt's an mir? Ich kann das ums Verrecken nicht. Nochmal. Da war doch zig Treffer, der Typ. Die Steine sind kaum ausweichbar. Okay, es geht. Aber wenn... Dann kommen diese Blumen dann immer und die killen mich dann. Und dann schmeißt er oder auch mal zwei Steine, wenn es mal schlecht läuft für ihn. Ja. Ja. Oh. Okay, habe ich gewonnen. Das war sehr schwer. Nein, nicht schon wieder. Och Mann, wieso kann der? Wieso ist er so doof und macht immer so einen Scheiß? Jetzt bin ich wieder in so einem endlosen Raum gelandet. Wo gar nichts passiert. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Wie kann ich es verhindern diesmal? Nein. Nein. Ja, jetzt. Das ist sehr scheiße. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil es macht keinen Unterschied, ob ich... Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich weiß der Typ es selber gar nicht, was der Unterschied ist. Manchmal springe ich drauf und es klappt. Manchmal klappt es halt überhaupt nicht. Naja, gut. Wow, sehr wellig. Gut, ich würde sagen, das war genug für einen Part. Die Videozeit habe ich jetzt überhaupt nicht unter Kontrolle. Das heißt, sorry, wenn das eine seltsame Videozeit diesmal ist. Aber dafür haben wir das nächste Mal die Wüste. Ja, das ist der Ausgleich, das ist der Trost. Nächstes Mal haben wir die Wüste. So mache ich das. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. In der Wüste.